Heute gibt es mal einen ganz kleinen Exkurs in meine neue Gangpferde-Online-Ausbildung. Diese Online-Ausbildung richtet sich an alle, die ein Gangpferd zu Hause haben, egal ob Isländer, Paso, Missouri Foxtrot, American Saddlebred oder was es da alles so gibt. Und ihr Gangpferd wirklich gesund ausbilden, gesundheitsfördern, tölten und eben auch wirklich zu einem Verlasspferd ausbilden wollen, sind genau richtig hier in dieser Online-Ausbildung. Meine bisher umfassendste Ausbildung mit 20 Modulen, die allesamt sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt eine neue Rubrik, da möchte ich dir jetzt ein kurzes Video mal zeigen, wenn du einen Isländer oder ein tundrenartiges Pony zu Hause hast. Das sind nicht nur Gangpferde, das sind auch andere Pferde. Hör dir dieses Video bzw. schau dir dieses Video unbedingt an. Du kannst es natürlich auch einfach anhören wie ein Podcast. Und ich freue mich auf dein Feedback, ob du das gewusst hast, was ich hier erzähle. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt gerne mehr über die evolutionsgeschichtlichen Pferdetypen lernen, über ihre Besonderheiten, auch über ihre Gangbesonderheiten und Trainingsbesonderheiten, dann bist du genau richtig in meinem Online-Seminar zum Thema Taktgut. Alles gut. Jetzt viel Spaß mit diesem Beitrag und ich freue mich, wenn du dein Pferd noch individueller verstehst und ja, damit vielleicht auch ein bisschen weniger Sorgen hast und das Pferd einfach auch noch individueller richtig trainieren, aber auch gesund erhalten, aber natürlich auch halten und füttern kannst. So, ihr Lieben, heute möchte ich ein Thema für alle Pferdebesitzer von Tundrenponyartigen Pferden zur Verfügung stellen in dieser Rubrik. Und ich weiß, manchen von euch wird wahrscheinlich ein ziemlicher Stein heute vom Herzen fallen. Und zwar, es gibt verschiedene evolutionsgeschichtliche Pferdetypen. Ich erkläre das ganz genau in meinem Online-Seminar Takt gut, alles gut. Also da geht es nicht nur um Takt, sondern es geht eben auch um die verschiedenen evolutionsgeschichtlichen Typen. Und was für die, die ein ähnliches Islam-Pferdemodell haben, wie ich habe, nämlich die Fiola, ein sogenannter Abkömmling vom Tundrenpony-Typ, also auch andere Pferderassen, nicht nur Isländer, entsprechen diesem Typ oder haben zumindest, ich sage jetzt mal, Vermischungen mit diesem Typ. Das sind klassisch Pferde, die meistens über einen ziemlich großen Kopf verfügen, was sie ja auch tut, die meistens eher tief gebaut sind, also im Endeffekt sehr rumpfige Pferde, also so einen tiefen Rumpf haben, so wie sie auch hat, eher kurze Beinchen. Und oft haben die auch noch so ein bisschen so einen kräftigeren, tief angesetzten Hals. Das ist aber nicht zwingend so. Aber so der große Kopf und eher grobe Knochen sind so klassische Beispiele für Exterieurmerkmale von Tundrenponytypen. Und diese Tundrenponytypen, wir haben im Moment gerade Herbst und ich glaube, viele von euch wird es interessieren. Ich habe alles ausprobiert in meinem Leben mit meinen eigenen Isländern. Und da gab es halt auch einige, die diesem Tundrenpony-Typ sehr, sehr eindeutig entsprechen, wie zum Beispiel die Fiola. Und ich habe wirklich alles ausprobiert im Herbst, denen ganz wenig zu fressen zu geben, gefühlt gar nichts zu fressen zu geben, deutlich mehr zu fressen zu geben, Vitalstoffzufuhr raufzusetzen. Und das Ergebnis war immer das Gleiche, nämlich sie haben nicht alle, aber die dem Typ sehr stark entsprechen, die meisten circa 20% zugenommen im Herbst, obwohl die Bewegung gleich war, obwohl ich Futter ganz bewusst reduziert habe oder durch eben Stroh, also kalorienarmes Raufutter ersetzt habe, obwohl ich teilweise Vitalstoffzufuhr erhöht habe, weil das kann auch ein Grund sein, warum Pferde mehr fressen. Und irgendwann, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr wann und wie, ich glaube, als ich diese Facharbeit über diese evolutionsgeschichtlichen Pferdetypen geschrieben habe, im Zuge meines Trainer Klassisch Barock war das, ich glaube, damals habe ich gelernt und verstanden, in irgendeiner dieser vielen Bücher, die ich damals gewälzt habe, dass Tundrenponytypen, wie der Name ja schon sagt, eigentlich ursprünglich aus der Tundra kommen. Das heißt, einem sehr kalten, kargen Winter sozusagen im Herbst bevorstehen oder ja gegenüberstehen. Und diese Ponytypen oder diese Pferdetypen neigen dazu, A, eher ein bisschen mehr zu fressen, aber B, sich weniger von sich selbst aus zu bewegen. Das heißt, sie fangen wirklich an, Energie zu sparen. Also das merkt man bei der Fiola wirklich, sie wird inaktiver ab dem Herbst.
Und C, auch wenn sie theoretisch gleiche Menge oder sogar weniger Futter bekommen, nehmen sie zu. Und das liegt wirklich in ihren Genen, weil sie im Endeffekt durch diese Fettschicht, die sie sich da aneignen, für den kalten Winter, den es ja natürlich in Tundringgebieten gab bzw. gibt, ja, sich schützen und wärmen. Ja? Also Fett ist ja ein guter Isolierschutz. Ja? Es ist für Menschen zum Beispiel wie mich, die relativ wenig Fettanteil haben, die frieren tendenziell eher. Aber ich habe dafür mehr Biodrogen, das gleicht sich dann wieder aus. Aber wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, wenn du ein Tundrenponyartiges Pferd zu Hause hast, jetzt wie der Isländer, der meiner Fjola ungefähr entspricht, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass dein Pferd im Herbst bis zu 20% zunimmt. Und das soll jetzt weder eine Ausrede sein, dass wir sagen, okay, wir müssen unsere Pferde nicht bewegen, weil es ist Winterzeit und Energiesparzeit. Das wäre auch nicht richtig. Aber es kann uns ein bisschen entspannen für die, die sich immer gefragt haben, warum nimmt mein Pferd jetzt zu und ich mache und tue und reite und trainiere und trotzdem nimmt es zu im Herbst. Die können sich jetzt wirklich entspannen, weil es ist normal. Ja, es ist wirklich von der Genetik, von der Natur bei diesen Pferdetypen wirklich so vorgesehen, dass das passiert. Und da können wir eigentlich auch nicht wirklich viel dagegen steuern. Also wie gesagt, ich habe alles probiert, bevor ich dieses Wissen hatte. Ich habe wirklich Pferde auf extreme Diäten gesetzt im Herbst. Ich habe sie doppelt so viel trainiert und es hat alles nichts gebracht. Sie haben trotzdem zugenommen. Und ich habe echt gedacht, ich werde wahnsinnig, weil ich gedacht habe, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ist nicht bei jedem Pferd so, wie gesagt, ist hauptsächlich bei diesem ja, altem Schlag vom Tundrenponytyp. Aber ich hoffe, dass den einen oder anderen dieses Video jetzt hier ein bisschen entspannt hat, weil es normal ist. Also Gewichtsschwankungen für Pferde sind normal. Und es ist eben so, die fressen sich im Herbst so ein bisschen eine Fettschicht an beziehungsweise versuchen einfach auch Energie zu sparen. Und über den Winter, der ja normalerweise in Tundrengebieten lang und kalt ist, mit wenig Nahrung, über den Winter bauen sie diese Fettschicht dann wieder ab, um oft auch sehr dünn dann in der Natur in das Frühjahr zu kommen und dann im Frühjahr, wenn es natürlich wieder mehr Gras und mehr Wiese gibt, dann nehmen sie automatisch wieder zu. Und es ist ganz interessant bei den Tundrenponytypen, wie es meine Fjola ist, wenn ihr die bei einem Meter Schnee, so wie das früher bei mir in Österreich war, wenn ihr die auf die Wiese lasst, ja, die werden einen Meter Schnee wegbuddeln und unter dieser Schneeschicht immer noch auch gefrorenes Gras oder gefrorene Wurzeln finden. Und sie werden diese Wurzeln und dieses gefrorene Gras normalerweise unkompliziert verstoffwechseln und da auch noch Energie und Kalorien rausziehen können. Mein Lusitano, ich weiß noch, wie er in Österreich war, die Isländer haben die ganze Kopplung gegraben bei einem Meter Schnee. Mein Lusitano war immer so, was machen die da? Das macht keinen Sinn, es gibt nichts zu essen unter einem Meter Schnee und außerdem ist es viel zu aufwendig. Aber das sieht man mal, der Lusitano ist eben ein anderer evolutionsgeschichtlicher Typ und der hatte überhaupt keine Idee, dass unter Schnee Essen wartet. Und das ist eben, was ich immer sage. Es ist spannend, einfach wirklich mehr über sein Pferd zu erfahren. Wie gesagt, wenn du sagst, du willst jetzt noch tiefer in diese evolutionsgeschichtliche Typenlehre eintauchen, dann ist mein Online-Seminar genau richtig für dich. Als Online-Schüler bekommst du ja auf alles Rabatt mit deinem Rabattcode aus dem allerersten Video Intro 1. Und das war aber jetzt einfach für alle Gangpferdeleute oder alle Isländerleute mit tundrenartigen Pferden zu Hause, glaube ich, ein Video, was euch vielleicht auch freut, weil hätte ich früher dieses Wissen gehabt, hätte ich mich im Herbst, glaube ich, deutlich mehr entspannen können, weil ich gewusst hätte, bis zu 20% Gewichtszunahme für den Tundrenponytyp ist normal und das verlieren sie auch wirklich easy peasy dann am Ende des Winters raus, also eigentlich kein Drama und Gewichtsschwankungen sind auch beim Wildpferd völlig normal und auch ganz entspannt auch so ja, hinzunehmen.
Wenn du sagst, das Thema hat dich interessiert, dann lass mir gerne doch einen Kommentar hier. Ich würde mich mega freuen. Und wenn du noch tiefer einsteigen wirst in mein Online-Wissen, was ich anbiete, im Moment spende ich 10% aller Einnahmen an die erste Pferdeklappe. Und es gibt in meinem Online-Shop aktuell alle Produkte zum reduzierten Preis aufgrund von Black Friday oder wie ich es jetzt umgemünzt habe, in die White Week. Ich freue mich, wenn du mitmachst und ja, mit jedem deiner Einkäufe bei mir im Online-Shop aktuell 10% an die erste Pferdeklappe spendest. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.